Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Monster Hunter World Iceborne. Ich muss erstmal zum Schmied. Ha! Fängt ja super an. Eigentlich haben wir im letzten Part das erste neue Monster gesehen. Dann muss ich jetzt noch bei der Oma hier einmal essen. Dann könnt ihr das aber auch gleich mitbekommen. Die macht es so liebevoll, die Katzen-Omi. Und man darf wirklich keinen Hunger haben, wenn man Monster Hunter spielt, weil dieses Essen sieht einfach so mega lecker aus. Ich bin zwar nicht der Riesenfleisch-Fan, aber darauf hätte ich jetzt auch voll Hunger. Ich weiß zwar nicht, wie das ganze Essen in nur eine Person reinpasst, aber und wenn ich das essen würde, würde ich mich erstmal auf die Couch legen und gar nichts mehr machen, 2 Tage schlafen. Ich weiß nicht, wie die sich denn noch bewegen kann. Ares und ich haben jetzt nochmal den Beotodus gemacht und haben den eingefangen. Jetzt muss ich nur kurz die Schmiede, ja, hier glaube ich hier oben. Ich möchte nämlich meinen Palico. Oh Gott, hier oben war ich noch gar nicht. Wo ist denn jetzt nochmal die Schmiede? Ich kenne mich hier noch nicht aus, so wirklich. Da. Nur schnell noch meinen Palico richtig schick machen. Und dann geht's sofort los. So, jetzt sieht er cool aus. Ich habe übrigens das Culver Tarot Set an. Das ist ein Eventmonster. Und gerade laufe ich mit Verteidiger, Schild und Energieklinge rum, weil die anderen sind doch noch ein bisschen zu schwach hier. Raureife, weite Expedition, aufbrechen. Unsere erste Expedition. Das Monster, was jetzt kommt, das kenne ich noch. Das haben wir auch schon im ersten Part gesehen. Und danach ist das für mich völlig blind. Danach spiele ich das Jagdhorn. Wuhu, bei einem Monster, das ich nicht kenne. Kann nur gut gehen. Das kann nur super laufen. Ach, die süßen Äffchen. Und Pinguine! Die muss ich einfangen. Kann man die einfangen? Glaube schon. Diese Ranken zum Boden hinunter. Nix in der Truhe. Ich bin hier draußen ziemlich gut im Wurzeln und Felsenklettern geworden. Aha. Aber kein Vergleich zur Fährtenleserin. Die ist Profi im Freiklettern. Erstaunlich, dass sie die erste war, die die große Schlucht durchklettert hat. Ja, ich weiß nicht, ob ich mir Steine mitnehmen soll. Ich habe auf jeden Fall eine Falle dabei. Damit wir das nächste Monster auch einfangen können. Bin ein bisschen besser vorbereitet. Sollte aber trotzdem mal ein Heißgetränk zu mir nehmen. Von wegen besser vorbereitet und so. So, jetzt ist besser. Da drüben! Spuren! Fußspuren. Von solche habe ich noch nie gesehen. Einem sehr großen Monster. Sie führen hier entlang. Wie weit sind die Spuren mitten auseinander? Lange Beine. Ja, sehr lange Beine. Der macht einen sehr großen Schritt. Erstmal abbauen hier. Neue Monster, die Affen chillen wieder hier rum. Wow, eine heiße Quelle. Interessant, neue Blumen. Sieht schrecklich verführerisch aus. Aber dann will ich da vermutlich nie wieder raus.
Der sah anders aus, der hatte irgendwie blaues Fell. Da ist ein neuer Pilz. Nee, das ist ein alter Pilz. Und kommst doch an so einer warmen Quelle vorbei, das ist auch ein kleines Tier. Wohl das Werk von demjenigen, der diese Spuren hinterlassen hat. So, da kommen wir schon mal nicht durch. Ja, da sind große Bäume im Weg. Aber wir können vielleicht drunter durch. Das ist komplett blockiert. Was hat das? Banbaro. Ich finde den voll süß. Mein Liebling ist immer noch Drogama. Aber der ist knuffig. Ein cooles Rentier, irgendwie. Keine Ahnung. Solange dieses Ding hier ist, ist der Konvoi nicht sicher. Ich kann kein Notsignal machen. Kannst du mir trotzdem schreien? Warum kann ich ja kein Notleuchte abfeuern? Weil ich möchte ja eigentlich diese ganzen Quests zusammen machen, sonst hat es ja keinen Sinn. Aber du kannst mir jetzt nicht joinen. Nee, gerade nicht. Gut, dann breche ich das jetzt ab und wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind jetzt zu zweit unterwegs. Da ist der Ares. Hallo. Und Ares spielt mit Langschwert, gell? Ja. Ich bin jetzt mit Energieklinge unterwegs und jetzt jagen wir mal einen Banbaron. Das... Nee, das kenne ich schon. Ah, pass auf, das ist ein Schlafkäfer. Oh, mein Jericho schläft. Was ist das für eine komische Höhle? Oh mein Gott, sieht es mal an. Der Baum, das sieht aus wie so ein... Voll cool. Voll hübsch. Gott, wir haben Banbaro verpasst. Keiner jagt mehr das Vieh. Was für ein Vieh? Ja, ja, genau. Die müssen hier erstmal gucken. Der kennt ja schon alles, wie noch nicht. Ja, der zeigt uns vielleicht die besten Spots. Oder? Ja, genau, der ist gerade hier so Fremdenführer. Habe ich dich schon gefangen? Ich weiß es nicht. Habe ich dich schon gefangen? Wo ist denn mein Fangnetz? Doch, Reifkäfer, aber man kann nie genug haben. Jetzt haben wir so ein paar Fußspuren, Schneekraut, lalalala. Wir haben es gleich. In Monster Hunter geht es ja auch um ein bisschen ums Erkunden und Anschauen und neue Sachen entdecken. Geht es ja nicht nur ums Töten. Zumindest für mich nicht. Wer ist in der heißen Quelle? Süß! Der trinkt. Und aus einer heißen Quelle, ne? Naja, ich würde auch lieber warme Sachen trinken als kalte. Ja, vielleicht so ein bisschen wie heißer Kaffee. Was ist das? Die sind neu. Einfangen kann ich sie nicht. Boah, voll brutal. Antheker. Loot, loot, loot. Stimmt, ja. Ein Geweih kriegt man raus. Aber die Pepe brauchst du nicht umbringen, die geben nur Fleisch. Ich habe keins umgebracht, aber der Beotodus hat eins umgebracht. Und dann habe ich es gelootet. So. Tut mir leid, Banbaro. Jetzt geht's los. Bist du bereit? Man legt sich gerade hin, ne? Ist so ein bisschen. Ja, ich weiß. Der chillt hier gerade. Ach Mensch. Oh, jetzt können wir mal in Ruhe angucken. Hübsch, oder? Ich finde den irgendwie knuffig. Der hat was. So. Ich greife den Schweif an und los geht's.
Und es liegt gleich voll los. Ab. Oh, die Dachse greifen mit an. Jo. Weißt du, die armen Affen, die hier rumgechillt haben? Die treiben hier. Immer diese Leute, die Streitern verlassen. Gut, die Dachse hat es zerrissen. Schön. Kombo hat getroffen. Ups, und weg. Und nochmal weg, 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 weg. Also man kann die entweder gegen Sachen laufen lassen. Oder man kann ihnen Schaden zufügen. Dann ist die Stelle, wo man drauf gewesen ist, ein bisschen geschwächter. Und man macht an dieser Sache mehr Schaden. Ich habe sie 1 cm zu weit rechts platziert. Aufpassen, er ist zwar wütend, aber auch gerade ein bisschen down. Naja, ist jetzt schon zweimal gegen die Klippe gerannt, wäre ich auch nicht ganz so erfreut. Ich habe so ein Talent, immer in die Sache reinzurollen, ich weiß auch nicht. Das sind schon wieder diese komischen... sind das seine Freunde? Ja. Ein bisschen verwandt aus, ne? Ja, nur halt im Kleinen. Na, den Schweif habe ich noch erwischt. Wow, Alter, ich habe mich geschützt. Was soll das? Komm, da ist ein kleines Schild. Wenn der mal ranrennt, ich glaube, das bringt nichts. Ich wurde geblitzt, Dings. Kann gerade nicht. Ich würde gerne die... Danke. Weißt du was? Ja, erstmal ein bisschen Power. Ja, dann trinken wir mal gemütlich was. Und dann geht's weiter. Ich hab's natürlich nicht geschafft. Ich weiß immer nie, wo die hingucken müssen. Ja, eine Idee. Da. Ares hat jetzt den Schweif verwundet. Und dann lassen sie meistens Schleudermunition oder sowas fallen. Und danach hat er so Kratzer. Und dann kann man da mehr Schaden machen. Ich gehe nämlich davon aus, dass man den Schweif von Banbaro abschnippeln kann. Also, würde ich jetzt mal ganz stark vermuten. Bei mir nicht. Ja, ein bisschen früh, oder? Ich meine, wir haben den schön gegen die Wand laufen lassen, aber ein bisschen früh, oder? Hast du die Hörner abgeschnitten? Ja, ich hab... Oder ne? Oder nur von... Irgendwas anderes hab ich gemacht. Ja, ich konnte den umwerfen. Passt. Und? Yes. Komm schon. Verlier deinen Schweif. Ich weiß, dass du das kannst. Ich denk mal, du hast einen langen Schweif. Verlier ihn.
Irgendwas müssen wir noch brechen. Die hören aber irgendwas. Komm schon. Upsala. Uiuiui. Ne, ich brauch mein Heißgetränk. Wo bist du? Da. Erstmal in Ruhe schlafen. Du packst es schon. Ja, ja. Revierkampf? Mit wem denn? Leo. Ich sehe nicht mal was. Leo Todos kommt. Das war. Ich schärfe mal kurz meine Waffe. Komm, jetzt stirb uns ja nicht. Genau, mach ihn fertig. Du schaffst das! Wir glauben an dich! Sieht immer schon echt fertig aus. Warum gewinne ich? Ich habe vorher auf dich gewettet. Bambaro! Los, komm schon! Ja, der hat Bock wieder auf uns. Ich weiß nicht, ob es so intelligent ist, hier in diesem engen Gang mit dem zu kämpfen. Ja, ja, der ist gut im Wasser. Dann müsste doch mal bald irgendwas verlieren, oder? Kann's. Er räumt ja alles aus dem Weg. Alter, was macht der denn da? Gerade einen Schneeball durch die Gegend geschoben? Das war ein Stein. Gut. Sammeln wir mal ein paar Fußspuren. Bei dir hat er auch noch keinen Totenkopf, oder? Nein. Joa. Cool. Irgendwo waren hier Spuren. Ich finde aber nichts. Wir müssen dahin, wo die Action ist. Mit Steine schmeißen Nix. Ist nicht nett. Hab den Schwanz. Ja, ich hab das Horn. Oder? Da vorne ist ein bisschen was abgebrochen. Jedenfalls haben wir drei Sachen gebrochen gerade. Die zwei Schaufeln sehen nicht mehr so gut aus, Junge. Oh, macht das schön Schaden. Uiuiui. Also bei mir hat er Hunger, aber er hat noch keinen Totenkopf-Symbol. Ja, kann er auch noch Hunger. Erstmal den Schweif looten. Loot, 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 loot. Alter, guck dir das Riesenteil an. Das ist größer als die. Oh, da hat gerade irgendwas weggeräumt. Die armen Pepes. Das sind irgendwie immer die Opfer. Gerade schon. Wobei ich eher gedacht habe, dass der ein Pflanzenfresser ist, oder? Hätte ich auch gedacht. Ja, ist, hier ist schon wieder Todos. Was machst denn du denn hier? Auf mich. Ja. Kann der mal abhauen? Oh Mann!
Ach, schon wieder Fußspuren verpasst. Na, was jetzt, töten oder nicht töten? Den komme ich nicht da. War er nicht tot? Nein. Er hat schon gelegen, ich dachte, er wäre tot. Na, wenn ich ihn umbringe, dann loote ich ihn auch. Dann liegt er so. Wow! Wow! Das war knapp! Alter Falter, das war knapp! Ach, so geht das. Guck mal auf deine Karte. Jetzt, stopp, halt, stopp, halt, nicht mehr kämpfen. Hast du eine Falle? Ja, hör auf mal auf, ihn anzugreifen. Die blöden Dachse greifen den an. Nachher bringen die ihn noch. Das wär's noch. Ist noch Unterstützung von dem Tieren hier. Ich möchte wissen, wo sein Schlafplatz ist. Er schläft irgendwie nicht. Weil du jetzt vielleicht noch dran bist. Aber ich denke mal, dass hier das Zuhause von ihm ist. Weil das ist, finde ich, immer ganz wichtig zu wissen. Für ein Monster, das du nie zuvor gesehen hast. Der Konvoi sollte jetzt keine Probleme haben. Ha. Das ist echt cool. Wir sind, ich finde, das auch gut zu bekämpfen. Voll krass schon wieder. Voll krass beim ersten Versuch. Yay! Und diesmal sind wir nicht gestorben. Eben, ich finde den einfacher als den. Ich angenehmer zu bekämpfen. Ja, stimmt. Ich fand den als auch angenehmer. So. Das Wichtigste natürlich, wie sieht seine Rüstung aus? Meisterrang 3! Okay. Jawohl, geht gut voran. Hey, hab gehört, ihr habt einiges durchgemacht. Wie ist es gelaufen? Hervorragend wie immer. Jetzt können wir mit unserer Untersuchung beginnen. Ja. Yep. Kaum zu glauben, dass dieser eiskalte Ort die ganze Zeit auf uns gewartet hat. Wer weiß, welche Geheimnisse dieses Land für uns auf Lager hat. Ob wir es wollen oder nicht, wir finden es raus. Richtig. Nun dann, ich kehre nach Astera zurück. Ernsthaft? Jemand muss über Astera wachen. Ich dachte mir also, diesmal übernimmst du die Führung. Ich? Komm schon, das ist nichts für mich. Solange du hier bist, ist alles in Ordnung, oder? Außerdem wird niemand zum Kommandanten, weil es ihm jemand befiehlt. Vielleicht. Aber dieser Ort braucht einen starken Anführer. Die brauchen dich hier, damit du sie führst. Jawohl. Dich brauchen wir auch. Damit ich wieder alle rette. Ja. Eigentlich sind wir der bessere Anführer. Na, wir töten ja, nur. Ich glaube nicht, dass wir so gut koordinieren könnten. Also gut, lasst ja, uns Koordination loslegen. Einfach drauf. Wir haben hier in Siliana eine volle Hütte und unsere Legianer-Untersuchung ist in vollem Gange. Bevor wir also vorschnell handeln, sollten wir vielleicht von unseren neuesten Mitgliedern hören. Zuerst das Versorgungslager. Unser neuer Amtsverweser hier wird sich um diese Aufgabe in Siliana kümmern. Was du auch brauchst. Ich hab's.
Und wer was verschmelzen möchte, dem hilft Omi hier aus. Schau jederzeit vorbei, um zu sehen, was brodelt. Des Kapitäns bester Seemann hier wird die Lieferung der Agosi verwalten und sich um die Ernte für die Botanische Forschungszentrale kümmern. Komm jederzeit bei mir vorbei. Und zu guter Letzt unsere Köchin. Wir haben die Beste der Besten für unsere Kantine in Seliana gewinnen können. Wie einige von euch wissen, sie ist die Ausbilderin unseres Kochs in Astera und hat ihren Ruhestand unterbrochen, um uns zu helfen. Ich konnte nicht einfach rumsitzen und zusehen, wie ihr euch erkältet. Ich sorge dafür, dass euer Bauch voll und euch warm ist. Ich übernehme die Leitung der Ressourcenzentrale, wie immer. Auf mich kann man weiterhin für Jagdausrüstung zählen. Und man glaubt's kaum. Der Chefökologe hat's auch hierher geschafft. Schau nicht so überrascht. Du weißt, dass ich für die hehre Suche nach Wissen überall hingehen würde. Und mich gibt es auch noch. Meine Aufgabe ist die Sicherheit von allen. Ihr könnt euch entspannen, wenn ich aufpasse. Da wir jetzt alle Freundlichkeiten ausgetauscht haben, kümmern wir uns um unsere Aufgabe. Wir müssen herausfinden, warum die Legianer hierher gezogen sind. Und um das zu tun, müssen wir diese Legianer finden. Als erstes möchte ich das Feldteam zu einer Expedition in ein Gebiet schicken, das wir jetzt Raureifweite nennen. Vielleicht findet ihr etwas über die Legianer-Wanderung heraus, indem ihr Spuren folgt, die sie möglicherweise hinterlassen haben. Vergesst nicht, dass es sich dabei um unentdecktes Neuland handelt. Seid da draußen bloß nicht übermütig. Verstanden. Wir brechen umgehend zur Expedition auf. Ich überlege noch, aber da draußen gibt es ziemlich viel, das ich mit eigenen Augen sehen muss. Alles klar. Denkt nur daran, mir regelmäßig Statusmeldungen zu schicken. Dann sind wir hier wohl fertig. Nun, lasst uns loslegen, würde ich sagen. Für seine erste Ansprache war das gut. Halten wir auf und finden wir die Spuren dieser Legianer. Hast du schon die neuesten schräge Dodogama-Dampfmaschine vom Technikchef gesehen? Offenbar hatte sie fertig. Der alte Mann bat mich zu helfen und ich sagte, na sicher, ich bin dabei. Wenn man sie mit Brennstoff befüllt, stößt sie wie wahnsinnig Dampf aus, zischt und dann legt man katschung den Schalter um. Schau sie dir bei Gelegenheit einmal an. Sie ist in der Nähe der Versammlungsstätte von Seliana. Hier, ich schenke dir etwas von dem Brennstoff, den der alte Mann mir gegeben hat. Okay, dann schauen wir uns mal die neuen Sachen an und danach natürlich das Wichtigste zur Schmiede. Aber jetzt erstmal mit dem Technikchef quatschen. Gut, du bist hier. Willkommen beim Dampfwerk. Der hier erzeugte Dampf versorgt ganz Seliana. Was hält das Dampfwerk im Gang? Das seid ihr Jäger. Kommt zwischen den Jagden mal vorbei und passt mit an, ja? Ich werde dafür sorgen, dass du für deine Hilfe belohnt wirst. Man muss seine Aufgaben erledigen, um Taschengeld zu bekommen, hm? Das Dampfwerk versorgt ganz Seliana mit Energie. Geschäftige Jäger können sich Objekte verdienen, indem sie den Technikchef bei der Arbeit unterstützen. Du solltest zwischen Jagden also unbedingt einmal vorbeischauen. Um Dampfkraft zu erzeugen, wird Brennstoff benötigt, den du durch den Abschluss von Quests generierst. Alternativ kannst du auch Brennstoff hinzufügen wählen, um Brennstoffobjekte oder nicht benötigte Erze zu Brennstoff zu machen. Wähle Hilf dem Dampfwerk und drücke dann zum Starten. Blablabla. Bla bla. Um Dampfkraft zu erzeugen, musst du die richtige Kombination mit A, X und Y erraten, die sich allerdings bei jedem Durchlauf ändert. Jeder Treffer erhöht die Anzeige, bis sie voll ist, sodass der Grenzbelastungsstatus erreicht wird. Erreichst du mit dem Dampfwerk die Grenzbelastung, erhältst du als Belohnung ein besonderes Objekt. Du kannst mit der Bedienung des Dampfwerkes jederzeit aufhören, indem du B drückst. Gelegentlich erscheint oben auf dem Bildschirm eine Nachricht, die dir mitteilt, dass es im Dampfwerk einen Bonus zu kassieren gibt, wenn du die nächste Sequenz komplett richtig errätst. Werden alle drei Anzeigen aufleuchten und die Maschine bringt maximale Leistung. Die Katze aus dem Sack lassen. Die Felinen im Dampfwerk werden dir Tipps zur richtigen Reihenfolge geben. Behalte die Kätzchen und die Tasten also gut im Auge.
Volldampf voraus. Errätst du die gesamte Sequenz richtig, erzeugst du deutlich mehr Dampf als sonst. Aha. Wir probieren es jetzt einmal und danach keine Ahnung. Das hier kann man alles bekommen. Mit RT starten. Drücke die Tasten, wie auch immer du magst. Wenn du Glück hast, bekommst du eine ordentliche Ladung Dampf für deine Mühen. Hier, ein kleines Dankeschön für all die Hilfe. Nutze die Maschine, um Dampfdruck aufzubauen. Wiederholung ist der Schlüssel. Ja, so geht das. Eine volle Ladung Dampf aufbauen und die Maschine rattern lassen. Riechst du das? Das ist das dichte Aroma der Grenzbelastung. Das Ding erzeugt Dampf wie selten zuvor. Wann sollen mir die Katzen irgendwie Tipps geben? Ich schneide es nicht, ich mache immer das Gleiche eigentlich. Keine Ahnung. Oh, die Rohre singen heute. Bist du bereit? Hast den Trick nicht ganz raus, hm? Es gibt immer ein nächstes Mal. Gut, Dampfdruck baut sich auf. Okay, da habe ich jetzt das. Das Ding erzeugt Dampf wie selten zuvor. Okay, ich breche jetzt glaube ich ab, weil ich glaube, jetzt habe ich es geschafft. Die Rohre singen heute. Bist du bereit? Los geht's, Felünen. Gib uns das Startsignal. Okay, was zur Hölle? Oh Gott. Danke für die Hilfe, ihr niedlichen kleinen Fellknäuele. Bis zum nächsten Mal. Ist es jetzt eigentlich geschafft oder wie muss ich das noch so lange weitermachen bis... ja, warte. Bis dieser rote Balken voll ist. Oder bis ich nicht keinen Brennstoff mehr habe. Nicht, dass das Ding hier explodiert. Oh, die Rohre singen heute. Bist du bereit? Das ist wie so ein Glücksspielautomat. Die Maschine ist total heiß. Im guten Sinne. Sie erzeugt wie verrückt Dampf. Machst du das auch gerade? Ja. Wie weit hast du schon? Kommt drauf an, wo sehe ich das, wie weit ein Fortschritt ist. Ich habe jetzt einen gelben Balken, jetzt habe ich einen orangenen Balken, jetzt habe ich gleich einen roten Balken. Und das Ding sieht aus, als würde es gleich explodieren. Gut. Das System hat wieder normale Werte. Übertreiben wir es besser nicht. Sie hat volle Kraft erreicht. Nur ein wenig mehr. Okay, ich denke, das war's jetzt. Ich will aufhören. Lasst mich bitte aufhören. Erhaltene Objekte. Ein paar erhaltene Objekte. Fortschrittskugeln, Rüstkugeln, Fassbombe, Beruhigungsbombe, Lebensstaub. Mega Nährstoffe. Super, Maxi-Trank. Und ein Megatrank. Das ist wie eine Glücksmaschine. Ich habe es nur noch nicht so ganz begriffen. Ich muss irgendwelchen Brennstoff reinschmeißen und dann kann ich das so lange machen, wie ich Bock habe. Keine Ahnung. Sah witzig aus. Ich bin völlig verwirrt. Und jetzt gehen wir nochmal zum Schmied. Beziehungsweise hier unten sind auch noch ein paar Ausrufezeichen. Die quatschen wir auch an. Neue
Es hat zwar einige Mühe gekostet, aber jetzt ist hier endlich alles fertig. Höchste Zeit, mir war schon richtig langweilig. Nur damit du Bescheid weißt, ich bin dein Ansprechpartner für alles, was die Argosy angeht. Und ich bin außerdem für die botanischen Forschungen zuständig. Oh, nur damit du Bescheid weißt, der Chef in Acera meint, er habe eine mutige Quest für eine mutige Jägerin, was auch immer das bedeuten mag. Sagt, dass er die Erntetruhe erweitern möchte. Kümmere dich einfach um die Quest Grüße aus der Tundra. Ich werde dafür sorgen, dass du alles bekommst, was du brauchst. Schau einfach vorbei und dann kümmere ich mich darum. Okay. Das ist unser neuer Gärtner. Ah, da bist du ja. Bist du bereit? Ich bin auf dem Weg in die Weite. Ich jage etwas. Es gibt keine Garantie, dass ich es finde, aber ich will es versuchen. Ach, wo wir uns gerade sehen. Hier ist ein kleines Geschenk von mir. Du solltest ein paar von denen mitnehmen. Wir sehen uns dann auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite hört sich so an wie tot. Die soll aufhören, so zu reden. Ich habe gute Neuigkeiten. Tut mir leid wegen der Verzögerung, Jägerin. Es hat etwas gedauert, aber das Verschmelzungstiegel ist jetzt hier und ich bin bereit wie eh und je. Wir können also jederzeit loslegen. Wie ihr Jungspunde immer sagt, ich schmelze jeden Käse. Ach, und mit Stromstein kannst du jetzt interessante Sachen machen. Probier das auch mal aus, wenn du dabei bist. Soll ich was für dich schmelzen? Nein, danke schön. Ich möchte jetzt zu Schmiede und ich möchte jetzt mein neues Outfit angucken. Wie sieht denn unser guter Banbaro aus? Das sind die Käfer, die immer rumfliegen. Ich hab's raus, wie das mit der Dampf denn geht. Oh, okay, dann darfst du gleich losschießen und das alles erklären. Ich will nur ganz kurz... Zumindest das mit den Katzen, wann die diese Tipps geben. Die standen irgendwann vor mir und haben dann, genau, und dann habe ich das gedrückt. Das Problem ist, ich spiele mit PlayStation-Controller und nicht mit Xbox-Controller und ich weiß nicht, wo A, X und Y ist, deswegen habe ich nicht immer alles richtig getroffen. Ja, krass, Set. Wie cool. Zitzi-Set, das sieht jetzt alles anders aus. Hochrangig. Oh! Eine süße Mütze hat der auf. Schade, dass das nicht unterschiedlich aussieht. Boah, Gyros sieht der. Oh ja. Mein Gott, sieht das geil aus. Der okay, Hut. Okay, ja, Dodogama sieht leider nicht so toll aus, wobei es sieht interessant aus. Aber ein bisschen dick. Ach, schön. Das sieht aus wie bei Aladdin. Cooler Set. Cool. Aber es ist auch nicht das Richtige jetzt hier für... Oh, Poké-Set sieht aber hübsch aus. Sieht aus wie Robin Hood. Ich habe irgendwie an Crocodile Dundee gedacht, aber ja. Juratodo sieht aus wie ein Gladiator. Kadachi? Oh, Kadachi sieht auch mega hübsch aus. Sieht aus wie so ein Wintermantel für Frauen. Ja. Halt. Banbaro, oh mein Gott. Oh Gott, was nehme ich denn jetzt? Ich finde beides hübsch. Die Zöpfe unten sind ja voll süß. Aber ich glaube, ich finde jetzt die Messer an der Seite ein bisschen heißer. Ich glaube, das erste gefällt mir ein bisschen besser. Steampunk-Set. Habe ich auch, ja. Okay, krass, das sieht auch cool aus. Und das dampft sogar, wie geil. Mit Perücke oder ohne Perücke? Richtig coole Sachen. Voll heiß. Aber, ja. Das wäre es dann erstmal mit der Folge gewesen. Über Kommentare und Bewertungen würde ich mich sehr freuen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.